Wir sind also schon ein bisschen in die Veranstaltung gestartet und ich habe es gerade gesagt, wir sind hier im Bundesministerium für Arbeit und Soziales und ich begrüße jetzt, wie durch ein Wunder steht er neben mir, ganz herzlich den Gastgeber der heutigen Veranstaltung, Björn Böning, Staatssekretär im BMAS. Herzlich willkommen. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Herr Böning, in den letzten Monaten hat es echt viele Entwicklungen in den Zukunftszentren gegeben. Also ich habe ja die letzte Konferenz auch moderiert, es ist wirklich echt viel passiert. Vielleicht wollen Sie uns einen ganz kleinen Einblick zu den großen Meilensteinen geben, die da passiert sind. Ja, ich glaube, zuerst haben die Zukunftszentren sich auf die neue Herausforderung einstellen müssen, was natürlich bei einem Projekt, bei einem Modell, wo es darum geht, sehr eng mit Unternehmen zu arbeiten, sehr eng mit Beschäftigten zusammenzuarbeiten, bei der Transformationsaufgabe zu unterstützen, eine Herausforderung ist. Da geht es oftmals um kreative Prozesse, um Fragen, vielleicht sogar auch um Interessenskonflikte, die man thematisieren und bewältigen hat. Und insofern war das schon eine große Leistung, überhaupt über diese virtuellen Formate diese Realität auch herzustellen. Es ist regional extrem gut gelungen. Ich bin sehr überrascht bei dem, was ich selbst gesehen habe oder gelesen habe, wie intensiv versucht worden ist, dann auch auf die Unternehmen zuzugehen. Das ist natürlich auch nicht einfach, dann nur virtuell nicht direkt hingehen zu können. Mhm. Also das war, glaube ich, die erste Herausforderung. Die zweite Herausforderung ist, dass wir in der Pandemie wir gesehen haben, dass sich Strukturwandelprozesse beschleunigen und vielfach Fragen von Homeoffice, andere Arbeitsorganisationen sich neu gestellt haben und dann auch die Frage, wie kann Technik dabei helfen? Und insofern hat man sehr schnell dann auch die vielleicht anders gewollten Programme adaptiert und gesagt, okay, wir können jetzt doch helfen in der ganz konkreten Situation. Und insofern Pandemie-Herausforderungen, neue Arbeitskultur, neue Arbeitsorganisationen und dabei beraten. Das war, glaube ich, so der Kern dessen, was notwendig war. Also man war gleich mittendrin im Thema. Nun wurde das Programm ja auch noch mal modifiziert, ergänzt. Letztes Jahr haben wir darüber gesprochen, ja, es sollen jetzt dann nicht ausschließlich die ostdeutschen Bundesländer regionale Zukunftszentren haben, sondern es soll jetzt auch erweitert werden. Was ist da passiert? Ja, wir haben das Glück gehabt, dass wir auch federführend sind bei der KI-Strategie der Bundesregierung und schon gesehen haben, dass ein Riesenbedarf natürlich auch im Westen Deutschlands sah. Und wir haben ja aus finanziellen ESF-Gründen dann nur im Osten am Anfang finanzieren können. Das war aber auch gut, weil im Osten sich natürlich die Transformationsprozesse viel schneller und drastischer gestellt haben und teilweise stellen als im Westen. Aber wir haben dann gesagt, okay, das Thema Künstliche Intelligenz, neue Technologien, Digitalisierung ist natürlich ein Thema, wo die Zukunftszentren regional helfen können, insbesondere bei kleinen und mittleren Unternehmen. Also haben wir die Gunst der Stunde genutzt und das Geld, was eben dann da war, um die Ausweitung auf den Westen zu realisieren. Und das, ich glaube, 19. Mai haben wir damit gestartet. Insofern ist das dann jetzt auch wirklich erfolgreich gewesen und wir hoffen auf Fortsetzung. Und wie glauben Sie oder was wünschen Sie sich von diesem Austausch auch so untereinander? Also das eine ist ja sozusagen in den Regionen zu wirken, aber es gibt ja sozusagen auch übergeordnete Zentren. Was wünschen Sie sich da jetzt auch so als Ministerium? Zweierlei eigentlich. Auf der einen Seite natürlich dadurch, dass wir eine bundesweite Abdeckung haben, können die Zukunftszentren voneinander lernen. Aber ich sage auch ganz offen, wir auch von den Zukunftszentren und von der Arbeit, die sie da besteht, weil wir natürlich ein Stück weit auch in unserem Policy Finding, sagt man neudeutsch, also in unserer Politikentwicklung schauen, was sind Ansätze, die funktionieren, wo kann gute Führung helfen, wo klappen gute Mitbestimmungskulturen, die dann zu einer höheren Produktivität auf allen Seiten führt. Also voneinander lernen. Auf der anderen Seite aber eben auch, die guten Ansätze zur Geltung zu bringen durch übergeordnete Zentren. Also wenn es zum Beispiel im Bereich von Weiterbildung, Qualifizierung gute Ansätze gibt, wenn man einen Verbund gebildet hat, wenn man weiß, welche Ansätze funktionieren zum Beispiel auch bei bestimmten Beschäftigtengruppen besser als bei anderen, dann soll das ja nicht irgendwie ein Zukunftszentrum für sich das Wissen monopolisieren, sondern das soll ausgetauscht werden. Und wir wollen dafür natürlich dann auch eine gute Beratung leisten. Für den Bundestag, vielleicht für die nächste Bundesregierung, aber auch für die Sozialpartner, die an dieser Stelle ja auch sehr viel miteinander kooperieren. Es geht ja bei den regionalen Zukunftszentren auch viel so um innovative Qualifizierungskonzepte, innovative Lehr-Lern-Konzepte. Gibt es da welche, die Sie so besonders hervorheben, also die Ihnen so besonders ins Auge stechen?
Also ich war jetzt kürzlich in Jena bei dem dortigen Zukunftszentrum und habe mir schon auch angeschaut, dass die sehr schnell gesehen haben, oh, das Thema Selbstständiger und Solo-Selbstständige nimmt in der Krise einen höheren Stellenwert, als wir das ursprünglich hier für die Region gesehen haben. Also haben sie versucht, über das Thema Kultur, Solo-Selbstständigkeit, Absicherung, Zugang auch zu Beratung, Unterstützung, da ein eigenes Projekt zu bilden. Oder ein zweites regionales Zukunftszentrum hat ein Qualifizierungsmodul entwickelt mit Handwerkerinnen und Handwerkern, die Umbauten für Pflegebedürftige künftig machen sollen. Und das ist, denke ich, auch ein wirklich wichtiges Thema im demografischen Wandel zu schauen. Das ist nicht oftmals nicht von der Stange, sondern da müssen individuelle Lösungen gefunden werden. Und das ist wiederum für die Unternehmen ein Geschäftsfeld, ganz klar. Und damit sichert es Arbeitsplätze. Und auf der anderen Seite kann man von diesem, ja, diese Qualifizierungsmodulen auch für andere Bereiche des demografischen Wandels lernen. Das ist ja auch eine unheimliche Bandbreite. Ne? Sie haben es jetzt gerade gesagt, ne? Das Haus der Selbstständigen ist ja auch entstanden. Dann geht es in den Bereich KMU und Handwerk. Also die Bandbreite ist ja sozusagen riesengroß. Also und auch eigentlich die Menge dann an Erkenntnissen. Ne? Also wie wünschen Sie sich das denn so, dass das dann, also was wünschen Sie sich zum Beispiel in einem Jahr? Also was wollen Sie denn gerne vielleicht auch noch gelernt haben? Ich möchte ehrlich gesagt vor allem gelernt haben, und da muss man sagen, bastelt die Weiterbildungspolitik schon seit Jahrzehnten dran rum, die Frage, wie man insbesondere kleine und mittlere Unternehmen für diese Qualifikationsaufgabe gewinnt. Und auch die Beschäftigten, das soll man nicht verschweigen. Und in der Zeit, wo wir einen erheblichen Strukturwandel haben, Demografie, Dekarbonisierung, Digitalisierung, ist das natürlich noch viel mehr erforderlich, dass wir die kleinen und mittleren Unternehmen mitnehmen können auf diesem Prozess. Also die Frage wirklich, wie gewinnt man Unternehmen, die keine riesigen Personalabteilungen haben bei dieser Aufgabe? Auf der anderen Seite, wie gewinnt man Beschäftigte, auch motiviert zu sein, daran mitzuarbeiten, einem Betrieb, wo vielleicht nur 5 Beschäftigte sind? Also das ist so eine Sache, die ich mir in einem Jahr wünsche. Und ich würde jetzt auch mal sagen, wenn wir damit erfolgreich sind, dann wird wahrscheinlich das Projekt der Zukunftszentren nicht aufgrund der Finanzierungsperiode enden, sondern wird das BMAS natürlich alles daran setzen, dass auch in der Zukunft ein solches Modellprojekt bestehen kann. Das ist ein gutes Stichwort, weil natürlich alle, die jetzt aktiv auch daran arbeiten, im Moment ist sozusagen Ende 2022 erstmal die Grenze gesetzt. Haben Sie schon eine Ahnung, wie es danach weitergehen wird, könnte, sollte? Das hat natürlich mit der ESF-Förderperiode der EU zu tun, aber wir wollen ja keine Projektitis. Die Transformationsaufgabe hört ja nicht Ende 2022 auf, sondern wir wissen, dass im Zeitraum bis 35, 40 da erheblich sich was tun wird. Und insofern arbeiten wir ganz intensiv an einem neuen Antrag. Und damit wir auch in der nächsten ESF-Förderperiode ein solches Modell, vielleicht ein bisschen anders, aber so ähnlich, dann auch umsetzen können. Wie sehen Sie das eigentlich? Sie sind ja auch für die Denkfabrik hier im Haus zuständig und also ich sage jetzt mal für die ganzen innovativen Themen sind Sie ja auch hier im Hause sozusagen zuständig. Wie läuft das alles für Sie auch zusammen und wo sehen Sie so auch den Bedarf am größten? Ja, also wir machen da sehr viel uns Gedanken über die Frage, wie sieht die zukünftige Arbeitswelt auf, sicherlich auch auf einer bestimmten Flughöhe. Wir machen uns sehr viel Gedanken, welche Treiber spielen da eine Rolle. Spielt Künstliche Intelligenz die Rolle, die jetzt so öffentlich diskutiert wird, oder ist es dann doch eher Blockchain? Also versuchen wir auch ein Stück weit zu identifizieren, was sind die Punkte und was das Wichtigste für uns ist die Transferaufgabe. Nämlich, dass Digitalisierung ja nicht ein Denkkonstrukt ist, sondern ganz konkret in den Betrieben praktiziert werden muss. Und wir schon auch sehen, dass vieles, was so diskutiert wird in den Feuilletons und der politischen Debatte, in den Betrieben noch gar nicht da ist. Und insofern, wenn wir eine schnellere Digitalisierung wollen, zum Nutzen aller, zur besseren Wertschöpfung, vielleicht auch zur höheren Absicherung von Arbeitsplätzen, dann müssen wir schneller werden. Und dafür gibt es bestimmte Voraussetzungen. Eine gute Mitbestimmungskultur, eine Arbeitsorganisation, die offen ist für Neues, ein guter Zusammenhalt im Betrieb. Und das rauszukitzeln, das ist so ein bisschen unser Ansatz. Ja, die spannende Frage. Wir hören ja auch gleich noch den Impuls von Herrn Dr. Huchler. Es geht ja immer wieder darum, im Moment Grenzen auszuloten, sozusagen bis wohin soll was gehen, sozusagen eigentlich immer im Zentrum den Menschen auch zu stärken und die Selbstwirksamkeit sozusagen zu fördern. Also steht ja auch bei Ihren Aktivitäten, glaube ich, immer auch mit im Vordergrund. Ja, es geht schon auch ein bisschen darum, teilweise Ängste zu nehmen. Die sind natürlich da. Was macht die Technologie mit meinen Daten?
Daten und so weiter. Und es gibt natürlich auch negative Entwicklungen, das soll man jetzt auch nicht verschweigen und die soll man dann auch wissen, weil dann kann man sie nämlich vermeiden. Und insofern ist so diese enge Schulterschluss zu den Unternehmen, zu den beschäftigten Vertretungen, aber auch Beschäftigten selbst ganz wichtig für uns. Was ist denn für Sie jetzt mit Blick auf die Veranstaltung besonders wichtig? Was wünschen Sie der Veranstaltung? Worüber würden Sie sich besonders freuen? Ich würde mich vor allem freuen, dass was bleibt von dem hohen Engagement und dass das Engagement weitergeht, dass auch vielleicht untereinander sich noch intensiver ausgetauscht wird und letztlich auch, dass man überlegt, wie kann es weitergehen. Gibt es noch irgendwas, was ich vielleicht vergessen habe, was Ihnen noch wichtig ist mit Blick auf die Zukunftszentren, auf die Zukunft? Gibt es noch eine Botschaft, die Sie loswerden wollen? Alle sollen gesund bleiben. Und ansonsten muss ich sagen, ist das Engagement schon so hoch. Ja. Und ein Stück weit die Wertschätzung des Bundesarbeitsministeriums ist auch wirklich da in der Kürze der Zeit, unter schwierigen Rahmenbedingungen ein solches Projekt auch umzusetzen und den Kontakt zu suchen. Da möchte ich eigentlich ermutigen, das weiterzumachen. Ja, und ich glaube, wir werden es ja auch heute noch erleben. Und in den Zukunftszentren ist einfach wahnsinnig viel los, ist echt viel passiert und alle sind mit Herzblut dabei. Also insofern, das kann echt nur gut werden. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, Herr Böning, dass Sie heute da waren und uns noch Rückenwind auch für die Veranstaltung mitgegeben haben. Schönen Tag. Dankeschön, alles Gute. Bleiben Sie gesund.